Willkommen zurück bei Fußballprofi werden. Heute sind wir zu Gast in der Villa am See, am wunderschönen Tegernsee. Und jetzt geht's los mit unserem nächsten Interview. Heute zu Gast bei uns im Interview ist der Michael Zetterer vom SV Werder Bremen. Erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Michael. Und wir legen auch direkt los mit ein paar Daten zu Michael. Er ist jetzt 20 Jahre alt, spielt beim SV Werder Bremen, ist Torwart, hat davor bei Unterhaching gespielt in der dritten Liga und ist jetzt Teil der U20-Nationalmannschaft bzw. der U21-Nationalmannschaft. Wir legen auch direkt los mit der ersten Frage. Für unsere Zuschauer mal ganz interessant ist es, ein Bundesliga-Profi, was haben die so für Rituale vor dem Spiel? Gibt es irgendwelche abergläubischen Sachen, die du vor dem Spiel machst und wenn ja, welche? Also ich bin da einer, der nicht so große Dinge vor dem Spiel macht. Es gibt da andere Fälle auch bei uns. Ich für meinen Teil mache ganz kleine Dinge, nur ich ziehe zum Beispiel meine linken Sachen schneller oder früher an als die rechten. Das heißt, linke Handschuhe zuerst, linker Schienbeinschoner zuerst. Aber größere Sachen habe ich da nicht. Also nichts Besonderes. Mhm. Okay. Gehört für dich ein bestimmtes Lied vorm Spiel dazu? Also gibt es irgendein Lied, was du immer vorm Spiel hörst? Auch nicht. Also ich bin da auch nicht der Kabinen-DJ. Okay. Das ist dann Tonis Uchas Aufgabe. Das, was kommt, höre ich da eigentlich. Und wenn ich wirklich mal mit der Musik nicht einverstanden bin, dann lässt sich das auch regeln. Okay. Sehr gut. Direkt zu einer Frage, die so ein bisschen ins Eingemachte fast schon geht. Was wärst du geworden, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Ganz schwierige Frage. Ich kann dir da auch jetzt keine konkrete Antwort geben, weil ich so einen richtigen Plan mir gar nicht zurechtgelegt habe, wenn es nicht klappt. Okay. Ich fand schon immer so ein, zwei Sachen ganz spannend. Zum Beispiel, ich fand schon immer Polizei ganz spannend, von kleiner Junge auf. Aber so wirklich, dass ich gesagt habe, ja, wenn es jetzt nicht klappt, dann gehe ich zur Polizei oder mache ich das oder jenes. Habe ich mir nie zurechtgelegt. Was meine Eltern wahrscheinlich auch so ein bisschen gestört hat zum Teil, aber ja, ich war schon immer so fokussiert auf Fußball und hatte da immer schon meine Linie, so dass ich mir wenig Gedanken über anderes gemacht habe. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, ja, der Michael ist Torwart und jetzt haben wir natürlich auch viele Torhüter, die zuschauen bei uns. Gibt es irgendwelche speziellen Eigenschaften, die ein Torhüter braucht, wenn ja, welche? Und auch, was trainiert ihr so speziell im Torwarttraining? Gibt es da irgendwelche Sachen? Also Eigenschaften braucht man schon ein paar. Man muss sich auf jeden Fall abheben zum normalen Feldspieler. Ich glaube, dass es ja auch nicht von ungefähr kommt, dass man sagt, dass Torhüter meistens so ein bisschen verrückter sind als Feldspieler. Das muss sein, weil sonst legt man sich auch nicht in den Ball rein, der mit 100 km auf dich zugeschossen kommt. Ja. So ein bisschen einen Weg muss man bestimmt haben. Aber sonst ganz normal. Also ich glaube, Fußballprofi ist dasselbe wie beim Feldspieler oder auch als Torwart. Man muss ehrgeizig sein, man muss seine Ziele vor Augen haben. Da gibt es viele so kleine Sachen, wo man sagen kann. Aber ich glaube, dass der Hauptaugenmerk liegt einfach darauf, dass man so ein bisschen verrückter sein muss als ein Feldspieler. Und zum Torwarttraining ist es ganz unterschiedlich. Also es wird viel im Torwarttraining trainiert. Abläufe von A bis Z eigentlich, also alles, was man kennt, ob das jetzt Flanken sind, ob es Torschuss ist, Stellungsspiel, das gehört alles da dazu. Deswegen, da wird eigentlich so querbeet einfach mal alles drin. Gibt es auch spezielles Krafttraining jetzt für Torhüter, so auch abseits von der Mannschaft? Ja, auf jeden Fall, weil natürlich hat ein Torwart andere Ansprüche als ein Feldspieler. Ein Feldspieler muss jetzt nicht so hoch springen können wie ein Torwart zum Beispiel. Deswegen, das wird so ein bisschen gesplittet, da wird dann ein bisschen drauf geschaut, wer was trainiert, aber ja, ich meine, Krafttraining bleibt irgendwo auch Krafttraining. Also so, ein bisschen gehört ja auch alles dazu. Ja. Sehr gut. Du bist ja von der dritten Liga in die Bundesliga direkt gewechselt. Also sozusagen die zweite Liga auch übersprungen. Was ist jetzt so, was sind die Unterschiede aus so einem Training? Hast du da extrem was gemerkt? Ist die Bundesliga viel anspruchsvoller oder wie würdest du das einschätzen? Ja, also die ersten Wochen waren schon sehr anders. Allein ob es jetzt das Tempo ist im Training oder die Spielverständnis von jedem Spieler, die Einzelspieler sind natürlich auch klar besser, das muss man auch so sagen. Das erste Monat war schon eine Umstellung. Man muss sich daran gewöhnen, dass alles schneller geht. Aber man hat es auch relativ schnell drin. Ich denke, dass mich da auch die Jungs gut aufgenommen haben, mir viel geholfen haben. Die ersten paar Wochen waren eine Umstellung, klar, aber es geht schnell.
Okay. Du wohnst jetzt eben auch in Bremen, hast jetzt so deine erste eigene Wohnung mit 20 Jahren und doch sehr weit jetzt von der Familie weg. Du kommst ja auch aus der Nähe von München. Wie ist so die Umstellung für dich gegangen und was würdest du vielleicht auch anderen Spielern raten? Es gibt ja auch viele Spieler, die kommen ins Internat schon mit jungen Jahren oder müssen eben von zu Hause ausziehen wegen dem Vereinswechsel. Wie hast du das Ganze gemacht und gibt es irgendeinen Tipp, den du einem jungen Spieler geben würdest? Also ich habe es auch natürlich mit der Hilfe meiner Eltern gemacht. Und ich hatte auch das Glück, dass meine Freundin mit hochgezogen ist. Das heißt, ich war nicht alleine. Okay. Ist auch, ja, zu der Zeit war das sehr wichtig, würde ich mal behaupten, weil alleine in einer neuen Stadt, alles neu, neuer Verein, neue Leute, das ist schon viel Neues, was kommt. Ja, aber so hatte ich die Hilfe von meiner Freundin und natürlich auch die Hilfe meiner Eltern bei ganz alltäglichen Sachen, ob das jetzt Wäsche waschen ist oder einkaufen, wie man es am besten regelt. Kochen, da gehört dann ganz viel dazu, aber ja, mit der Hilfe der Eltern ist es dann, hat es ganz gut geklappt. Okay, super. Also gibt es irgendeinen Tipp, den du geben würdest? Oder? Ja, also natürlich, wenn das Verhältnis passt, dann immer schön auf die Mama und den Papa hören. Weil, da hört ihr es. Weil die dann doch etwas erfahrener sind, was einfach so ganz alltägliche Sachen angeht. Ich wusste davor zum Beispiel nicht, wie man Wäsche wascht oder sowas, habe ich nie machen müssen. Ja, klar. Einfach. Die Eltern wissen da mehr als einer selbst. Perfekt. Okay, du bist ja gerade auch verletzt, an der Hand jetzt eben, wurdest operiert vor einiger Zeit. Das ist ja doch immer eine Sache Verletzungen. Das ist natürlich auch für den Kopf schwierig manchmal. Gibt es da irgendwelche Tipps so für den Umgang mit Verletzungen, die du gerade den jungen Spielern jetzt geben könntest, auch eben vom Kopf her, wie man da auch positiv bleibt? Ja, also ich hatte halt das Pech, dass ich mir im Januar die Hand gebrochen habe, schon zum zweiten Mal. Das war dann natürlich nicht ganz einfach, vor allem wenn man so nah dran ist. Ich durfte ja das erste halbe Jahr auf der Bank sitzen, war dann zweiter Mann hinterm Felix. Dann kommt natürlich so eine Verletzung wirklich zum ungünstigsten Zeitpunkt, den man sich irgendwie vorstellen kann. Tipp ist eigentlich nur, dass man trotzdem fokussiert bleibt, dass man weiß, wo man hin will. Sich auch nicht von schlechten Gedanken zu sehr einlullen lässt. Man muss einfach ja, auf dem Weg bleiben, den man halt eingeschlagen hat. Und ja, manchmal mir hat es geholfen, wenn ich lange Gespräche, gute Gespräche mit dem Trainer geführt habe. Ich habe mich dann oft mit unserem Torwarttrainer hingesetzt. Hat geholfen, mit dem sich auszutauschen, da ein bisschen drüber zu reden und trotzdem das Vertrauen dann auch zu merken, dass man einfach gegenübergestellt bekommt. Und dann ja, hat mir sehr geholfen, dass ich da auch positiv in die Reha-Zeit gehe und da auch wirklich dann positiv dem Ende von der Verletzung. Okay, super. Was würdest du sagen, gibt es einen Faktor Glück? Viele sprechen ja immer so über diesen Faktor Glück und ja, der hatte Glück und ist deswegen Profi geworden. Würdest du sagen, Erfolg ist immer hart erarbeitet und verdient oder gibt es tatsächlich auch diesen Faktor Glück, der einfach eine Rolle spielt? Also, wenn jetzt jemand sagt, der hatte Glück und deswegen ist er Profi geworden, das sehe ich so nicht, weil wenn man Profi geworden ist, hat man einiges dafür gemacht, hat man ganz viel dafür geopfert. Natürlich kommt vielleicht im letzten Stadium wirklich, wenn man kurz davor ist, einen Vertrag zu unterschreiben, bei welchem Club auch immer, dann ist bestimmt ein bisschen Glück dabei, wenn es darum geht, dass man gesichtet wird. Man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, bei den richtigen Leuten, man muss ein gutes Spiel machen in dem Moment. Aber jetzt zu sagen, der ist nur Profi geworden, weil er Glück hatte, ist der falsche Ansatz, glaube ich, weil es gibt genügend Leute, die es versuchen und nicht schaffen. Da scheitert es ja meistens nicht. Also, Glück gehört dazu, klar, wie überall, aber ich glaube nur, es vom Glück abhängig zu machen, wäre falsch. Bevor wir jetzt gleich zur Abschlussfrage kommen, auch für unsere Zuschauer, wo können dir unsere Zuschauer am besten folgen? Jetzt so auf Social Media, vielleicht Facebook, Instagram, bist du da vertreten? Alles Mögliche, also querbeet durch, was einfach in der heutigen Zeit dazugehört. Ich meine, es ist ja nicht wegzudenken, dass ein Fußballprofi kein Facebook oder sowas mehr hat, also überall alles, was man kennt. Das werden wir dann für euch auch einblenden und dazu schreiben, dass ihr dem Michael auch folgen könnt und gucken könnt, was er so macht. Jetzt direkt zur Abschlussfrage. Mal angenommen, Michael, du bist nochmal 12 Jahre alt und du willst eben Fußballprofi werden, wie du es ja immer werden wolltest. Mit deinem Wissen aber jetzt, was würdest du speziell anders machen? Gibt es überhaupt was, was du anders machen würdest? Gute Frage, ja. Es gibt bestimmt ein, zwei Sachen, die man ändern würde, aber keine großen Sachen. Okay. Ich glaube, wenn es was gäbe, dann vielleicht, dass man von jung auf schon ein bisschen mehr fokussiert darauf ist, dass man noch ein bisschen mehr dafür gibt.
Aber sonst bin ich eigentlich relativ zufrieden bis hierhin. Super. Perfekt. Dann sind wir auch schon wieder am Ende mit diesem Interview. Danke, Michael, nochmal. Ich sag danke. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.